Gemeinsam werden wir an dieser Aufgabe wachsen. Money ist jetzt in diesem Monat aus. Das ist Behind the Scenes. Viel Spaß. This world is such a... Gimme. $32 million. And this person has nothing. And you can sleep. Even if you earned it, you still owe. Hey, es ist sehr zufrieden. Ich bin wirklich richtig happy. Aber auch sehr am Arsch, to be honest. Wirklich sehr am Arsch. Aber ich habe noch nie in 3 Tagen so ein geiles Projekt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal irgend so ein geiles Projekt habe. Es ist wirklich Wahnsinn. Für die Credits muss ich so aufschreiben, wer als alles geholfen hat. Und es sind einfach, wenn alle nachher schauen. Ja, also der Pato hat mich gefragt, wie ich Starring würde machen in seinem Musikvideo. Ich bin der Felix. Ja, ich bin Patricia. Ich bin der Santino. Mein Name ist Alex. Ich bin der Leuch. Ich bin einfach irgendein Dude. Ist auch bekannt als Amelie Putain. Ich bin Farah. Namen haben wir gesagt, müssen wir nicht, oder? Wäre noch Frau. Ich denke so vor allem für Szenen, wo Schusswaffen vorkommen. Pato ist ein Rapper-Kollege. Der hat mich gefragt, wie sie im Video mitmachen. Aus. Und mein Job ist Kameramann und Regie. Und ich bin am Set für das Make-up. Ich würde ihn unterstützen. Ehrlichkeit? Ich komme hier heute am Pato kaufen, die Szene zu spielen. Was ich hier mache? Weil ich darf ein Pato in eine Frau verwandeln. Was ich? Weiß ich noch nicht so. Und ich werde sterben. Uns als Gruppe stärken. Roundabout. 30, 40 Leute, die eigentlich wirklich irgendwo noch hinten dran noch irgendwas organisiert und geholfen und gemacht haben. Ich bin ja jetzt einfach in einem Keller von jemandem. Also ich spiele mit, aber was genau, bin ich selber nicht so sicher. Oh mein Gott. Was steht jetzt gerade an? Magic! Ich freue mich drauf. Mein zweiter Wagen hier hin, aber jetzt. Mit dem machen wir noch ein paar Shots, wenn ich nicht hier den Octavia fahre. Sie sagen schon, mir macht das, glaub fest, und du bist. Yeah. Sie sagen schon, mir lehr mal, les mal, und du bist. Ey. Sie sagen schon, mir macht das, Mann, ich glaub fest, dran, du bist safe. Sie sagen zu mir, lehm mal jetzt hier, denn lies mal das Buch und du bist safe. Die erste Szene ist jetzt abgedreht. Jetzt sind alle am Aufräumen und wir sind am Filmen. Pokémon-Karten in den Jeans. Sie sagen, du musst mehr haben, mehr machen als die anderen. Steig ruhig auf sie drauf, damit du irgendjemand bist. Ich bin seit 10 Minuten hier. Also im Moment bin ich in meinem Charakter vom Rapper. Und also was funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt gar noch nicht aus. Das müssen dann die Jungs aus Filmen ein bisschen sagen. Ich versuche einfach das Zeug ein bisschen geil zu performen. Schwierig ist halt, ich switche immer zwischen den Charakter hin und her. Und man sieht das mal ein bisschen anders aussehen. Vor allem haben wir den Felix dabei. Aber schon, ja, herausfordert, dass man immer hin und her wechselt. Aber es geht um Geld. Das ist bei allen gleich. Ja, eh, und es ist geil. Also, wir haben die ganzen Outfits von der Corinne, von Moraida. Es passt irgendwie alles zusammen. Also, ja, ich bin sehr happy. Seht ihr mal nach Hause, die erste Szene. Die erste Location ist gut. Also, etwa eine 8 Uhr haben wir, glaube ich. Jetzt, ja, jetzt wird es richtig fancy. Jetzt gehen wir zum Rapper. Hey. Mein zweiter Wagen hier hin, aber jetzt. Sie sagen schon, mir macht das, glaub fest, und du. Und so wie ihm seine, am Rapper seine Hauptperformance, die freut mich am Mittag. Ich bin seit 10 Minuten hier. Schon fragen sie mich, wer ich mal will, sie will sich um ein Produkt. Und täglich wollen sie testen, was du bist, siehst du am Ende vom Semester. Auf jetzt 9 Uhr Pause. Was ist der Plan? Okay, die Zeit sind wir ein bisschen so. Ist okay. Wir sind jetzt spannend. Abkommen, die euch die Rich Kids spielen. Mach das, Money, der glaubt fest, der Traum, du bist safe. Sie sagen zu mir, lehr mal jetzt hier, denn lies mal das Buch und du bist safe. Doch ich seh nur Dollar Signs in den Augen. Ihre Wert ist für mich so fake. Sag, wieso sind so viele Menschen nicht glücklich mit dem Paper.
Also sie läuft eben. Frage? Weil wir, wie nennen wir das? Boxas. Nein, das ist nicht Boxas. Zucker mit dem Ton. Nein, der Steffi. Das hast du geschnuppt. Die ganze Zeit. Wir können die Arie letzte Stunde. Update. Wir haben im Kiosk gehen, filmen, haben ihn angerufen und jetzt sagen sie, ja, wir können noch bis um 9 Uhr, aber wir sind hier noch am Schminken. Das denkt uns niemals. Es geht nur noch 1 Stunde. Was machen wir? Gassen. Gassen. Oh Mann. Ja, ja. Ich weiss, wie kurz filmen, aber hier mit Interview und so der Chance nicht abgemacht sind. Was ist das Scheiße? 20 Jahre später hat sich nicht so viel verändert. Die einen sind jetzt Gangster, andere Banker. Die einen machen Money schwarz, andere netto. Ja, also der Vater hat mich einfach gefragt, wie sie ein Video mitmachen wollen. Und mir ist gesagt, solange keine Namen und Adressen rauskommen, kann er das schon bei mir machen. Und vor allem schon ab und zu irgendwie können gute Sachen miteinander machen und für mich ist das klar gewesen. Macht das für einen Autofreund. Das ist nur für privaten Zweck, oder? Das kommt nicht, wird nicht öffentlich, oder? Von dem haben wir nicht gesagt, müssen wir nochmal anschauen. Ich sag, ich mach das für dich, weil, weil wir Freunde sind, aber ja, der Scheiß muss eigentlich nicht sein. Mit der komischen Frage stellen, was bringst du mit da? Was würdest du sagen, wie sieht so bei dir so dein Alltag aus? Also nichts Spezielles, ganz normaler Schweizer Bürger und arbeiten. Also, was die Frage jetzt? Genau so. Okay, kannst du was mir über das erzählen? Ich sag dir, wie es ist. Für dich als Freundin mache ich das gerne, aber das, was bringst du für Leute mit? Also, ja, eigentlich nicht, nein, Mann. Also ich weiß nicht, was das gerade soll. Der Pato hat mir gesagt, er kommt einfach hier filmen, wie ich in meinem Alltag bin, aber ich weiß gar nicht, was die ganzen Fragen sind. Das ist eigentlich nicht abgemacht gewesen, so. Okay, ja. Ist du irgendwie zivil unterwegs oder was? Was ist, ey? Was ist mit dem Mikrofon hier? Nein, ohne Scheiß. Also, aber ist mir gut, ganz mir schon gut. Nein. Kein Bock mehr, ohne Scheiß. Nein, sorry, das Mikrofon. Lass was für ein Mikrofon, verpiss dich mal, ja! Andere Dresscode trauen ohne denken diesen Banken. Und fällt ihre Hände zu den Franken. Und, ist sie? Es ist nur eine schwierige und ich habe so einen Scheiss. Ich kann sie mit den Fingern einklemmen. Ja, wenn du hier mit der Hand kann nicht passieren. Ja, hier, wenn du mei! Nur in den Fingernagel rein! Dann wirklich so greifen. Wenn du hier einfach ganz runter gehst, kannst du mit dem Daumen noch ein bisschen runterrutschen. Dann kannst du einfach spicken. Uns selber neu erfinden. Schmecken diesen Banken und fällt ihre Hände zu den Franken. Und ich bin mittlerweile auch nicht mehr als nur ein Zahnrad. Freitag, Samstag, alles bunt, um ein bisschen Spass haben. Sonntag lege ich mir ein 5 lieber auf meine Zunge und hoffe auf ein Wunder. Es gibt so viele Tage, wo ich wünsche, dass es nicht so wäre. Doch jedes Mal, wenn ich frage, höre ich das gleiche Gebet. Hier kratzt es, beißt es mich. Kennst du das so, wenn du wirklich alles so zufühlst und du willst eigentlich einfach rennen? So, du willst eigentlich einfach rennen. Also ob ich jetzt eine Frau spiele oder ob ich einen Bär spiele, das ist mir scheißegal. Es ist gar nicht so schlimm, Maske, weil es fühlt sich mehr an wie so eine Gesichtsmassage. Und jetzt kommt eigentlich der grösste... Das ist der grösste Umprozess. Wenn ich darf im Moment die Augen nicht aufdrehen, ist es scheint sehr gefährlich. Ah, nein. Jetzt. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu wenig stark für das. Nein. Jetzt kann ich. Jetzt kannst du. Ah. Ja, du hast gar keine Zeit für das, weil es sind 5 Leute um dich herum, alle mit Kameras auf dir herum. Gau geil, vergleich Frau und Bär. Ja. Ja, sind wir ready? Ja. Das ist so geil. Ich schwöre, ich fühle mich auch geil. Es ist
Und jetzt, 20 vor 4, wir sind vor 4 Stunden zurückgekommen. Das ist schon irgendwie befremdlich. Man checkt, wie Leute das Outfit haben können und warum man sich das auch nice anfühlen kann. Es sind 3 Stunden, dann gehen wir wieder los. Ich muss noch schneller laufen jetzt. So das Hin- und Her-Switchen. Und für mich so als Overthinking manchmal auch so. Es ist für jetzt auf Schnelle fast ein bisschen zu viel. Du gehst hin und her. Plötzlich siehst du so aus, dann siehst du so aus. Dann bist du plötzlich so, heute die Frau sein. Das war wirklich crazy. Weil dann schaust du, ja, und du erkennst dich nicht wieder. Und es ist speziell. Ja, mir das eigentlich gar nicht, ich hatte die Zeit gar nicht gehabt. Oder ja, vielleicht mir auch schnell mal gedacht, hey, fahrt mal schnell, fühle ich mich überhaupt wohl? Wo ich das überhaupt? Wie fühlt sich das gerade an? Du bist eigentlich noch so in diesem Stadion und denkst so, hä? Was ist hier? Was geht eigentlich? Ich brauche sehr viel Zeit zum Ankommen. Aber in der Zeit, wo du das eigentlich willst überlegen, geht gar nicht. Du bist schon, musst schon weiter, abschminken, schon wieder in die nächste Szene. Aber es ist irgendwie unwohl. Aber wir bringen es jetzt noch fertig, nachher gehe ich nach Hause pennen. Ich bin Rapper. Ich weiß noch nicht, welchen Akzent der Pfarrer hat. Letzten Tag. Pfarrer. Ist der Pfarrer bedacht? Ich finde, wir sind mittlerweile, das würden wir schon ewig machen. Oder ist der Pfarrer ein Hiesiger? Einer, der die Leute versteht. Man hat wie, weil die Charaktere immer miteinander interagieren, gleich immer wieder schnell noch überschminken für einfach einen Shot oder so. Einer, der das Wort Gottes einfach an die Leute bringt. So dass es auch Mann und Frau, die alles andere versteht. Und der alte Pfarrer hat sich mittlerweile ausgerüstet. Jetzt geht sie richtig ab. Wup, wup. Und letztendlich die Herausforderung meistern. Mach das, Mann, ich glaub fest, der Plan, du bist safe, safe. Sie sagen zu mir, leben wir jetzt hier, denn lesen wir das Buch und du bist safe, safe. Doch ich seh nur Dollar Signs in den Augen. Ihre Fetch für mich so fake. Sag, wieso sind so viele Menschen nicht glücklich mit dem Paper, aha. Und es ist unfassbar, dass du das jetzt einfach alles hergebracht hast. Das Video wird der absolute Shit. Ich freue mich sehr. Das wird wirklich geil. Um auch digital ein Wort zu überbringen. Nicht wahr? Folgt das jetzt auf Zoom? Lass es gut im Himmel. Nein, das kommt jetzt auf LinkedIn. LinkedIn wird das postet. A rap for the rap video.